Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Wir kämpfen jetzt gegen den Koloss. 400. Gut, kämpfen wir. Langweilig. Kein Interesse. Ich bin schnell. Zu schnell für dich. Schwuppdiwupp, Arm kaputt. Und wie willst du dann dein Schwert halten? Das ist doch kein Wettkampf. Du willst nicht kämpfen? Warum dann nach Herausforderern suchen und meine Zeit verschwenden? Oho, wir sind etwas gereizt, wie? Ein Hexer, hm? Huh? Machen wir es so. Blockst du drei meiner Schläge, gewinnst du. Aber du darfst mich nicht angreifen, kein einziges Mal. Block einfach meine Schläge ab, okay? Doppelter Einsatz, wenn du drei überstehst. Spendier Hosen an. Ich weiß ja, dass du es nicht schaffen wirst. Hat noch keiner geschafft. Zu schnell. Na, bist du bereit? Das ist ja crazy, okay? Na schön. Ich bezweifle, dass mir das Blocken von ein paar Schlägen Probleme macht. Gut, endlich jemand mit Sportsgeist. Aber Achtung. Laut der Regeln darfst du erst dann blocken, wenn ich meine Faust geballt habe. Dauerblocken ist verboten. Meine Damen und Herren, werde Zeuge eines ungewöhnlichen Kampfes. Wie soll ich es sagen? Der Hexer hat eine kolossale Herausforderung angenommen. So schnell für dich, was? Unglaublich! Der Hexer hat die Schläge des Kolosses geblockt! Das hat noch keiner geschafft! Hier ist dein Anteil. Nein. Alter, das war super einfach! Dir gebührt mein Respekt, edler Herr. Das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und nun hast du das Recht, den Maestro persönlich herauszufordern. Du findest ihn bei den Docks. Ach du Gott, war das schlecht. So, jetzt müssen wir mal wieder in den Charakter rein. Wir haben ja ein Level aufgestiegen, aber ich weiß gar nicht, wo wir das jetzt reinpumpen. Wir sind überall voll. Also, es gibt einfach nichts Sinnvolles mehr, wo wir das reinmachen können. Das Ziel vorübergehend zum Verbündeten und bewirkt 20% mehr Schaden. Erhöht die Intensität um 5%. Das ist doch totaler Rotz, Mann. Ich will doch irgendwas noch verbessern können. Ich überlege, ob ich meine maximale Vitalität wegnehme. Auf Klingen angewendete Öle bewirken bei jedem Treffer 3% Chance. Na, das benutze ich eh fast nie. Was haben wir denn hier noch so? Das ist doch alles Müll. Armbrustbolzen wirken, falls verfügbar wird an Ringpunkt, was? Um die Vergiftungswirkung von Tränken pro Punkt zu senken, wird nicht beim Modell, okay. Das ist ja auch alles, was nur mit einem Punkt, ach, ich habe auch gar keinen Bock, mich jetzt zu überlegen, was ich davon nehme. Ich werde den Punkt einfach behalten, bro, ich muss ihn ja nicht investieren, scheiß drauf, okay, geil. Aufleveln ist jetzt sinnlos geworden, zumindestens was das Verteilen von Punkten angeht. So, wo ist er denn? Ach, so weit weg? Aber okay, ich würde jetzt ehrlich gesagt schon gerne das zu Ende bringen mit dem Kämpfen. Deswegen reiten wir da jetzt einfach hin. Oh, kannst du nicht gegen einen Baum laufen? Wo bist du denn, Plätze? Komm her. Weiter so, Plätze. Ein Kopper? Oder zwei? Geil, ich kann ja nicht sprinten, toll. Toll, da hätte ich auch rennen können. Ich glaube, das ist sogar schneller, oder? Weil dann kann ich nicht sprinten. Okay, es hat sich gerade erledigt. Macht's gut, ich renne. Es geht so auf jeden Fall schneller, Querfeld ein. Fuck. Ich hab's geahnt. Genau da, wo ich mein Pferd abstehen lasse, ist nämlich ein Händler.
bist in meinem Laden. Willkommen, Schneewittchen. Willst du sehen, was ich habe? Was? Den kennen wir schon? Das geht doch gar nicht. Hier wollen wir noch nie. Darf ich mir mal deine Waren ansehen? Ist wohl ein fahrender Händler oder was? Ah, kommt nur Schrott drin. Bis dann. Geil. So. Monster einfach, sind dein Steckenpferd. Einfach querfeld ein, es ist immer am schnellsten, ein bisschen Parcours quasi. Ich sag ja, Mischung aus Witcher und also Witcher 3 und Assassin's Creed wäre wirklich perfekt. So, mal, nachdem jetzt der Boxkampf ja wirklich super duper easy war, ach, hier haben wir noch eine Taverne und noch einen Händler, bin ich mal gespannt, wie der jetzt sicher werden wird. Aber wahrscheinlich spielen wir vorher erstmal noch eine Runde Quint. Die Klöcknerinnen von Buclair. Freudenhaus! Ah, Moment, wir gehen uns gleich vergnügen. Aber dann gehe ich doch zuerst zum Händler, bevor ich mich vergnüge. Fleischerei. Komm, wieder ins Dunkel, oder nicht sieht. Fleisch der frischesten Sorte, heiße Würste, deftiger Blutpudding. Gut. Ja, war ja klar, dass er wahrscheinlich nur Fleisch im Angebot hat. Was ist das? Rillette vom Schwein. Aha, doch Fisch, ja, doch Fisch. Und rohes Fleisch, aber ich brauche eigentlich nichts davon. Ich weiß, du bist beschäftigt, aber wollen wir... Machen wir mal schnell den Fleischerplatz, der spielt auch Skellige, scheint ja doch schon relativ verbreitet zu sein. Boah, boah, gutes Wetter, gutes Wetter, gutes Wetter. Die haben echt selten irgendwas gemacht, schon Regen brauchen wir auf jeden Fall nicht. Boah, boah. Okay, schauen wir mal, wir haben leider nur einen Spion, vielleicht ziehen wir ja noch einen nach. Wäre ganz cool. Leider nein, leider gar nicht. Vielleicht hat der Gegner noch einen Spion, aber mein Gegner passt! Okay, danke für den ersten Sieg. Ah, jetzt können wir den Spion erstmal wiederholen. Das ist gerade, fällt mir gerade ein. Sei denn, er entfernt erstmal alles. Ach ne, ich bin erstmal im Zug, sehr gut. Ich glaube, das hat er sich nicht so richtig überlegt. Wir können ja auch die Runde dann abgeben, indem er hier seine Top-Karten ausgespielt hat. Okay, wir brauchen drei Karten im Friedhof, weil wir haben 1, 2, 3 was zum Wiederbeleben. Wir haben erst eine im Friedhof. Beziehungsweise, wenn wir Finte nutzen, haben wir sogar 4 zum Wiederbeleben. Aber mehr als 3 haben wir. Also, wir können eh nicht mehr Karten reinbauen. Naja, egal. So, jetzt haben wir halt schon nichts mehr, was nicht selber wiederbelebt, dass wir einen Friedhof hauen können. Wir könnten jetzt natürlich einen Wiederbelebungstyp holen. Das würde sogar Sinn machen. Ja, komm, machen wir mal. So, und jetzt können wir nämlich total easy abgeben. Und die letzte Runde gewinnen. Oh, vielen Dank. Wir müssen aufpassen, wir haben verbrennt, dass wir die rechtzeitig ausspielen. Oh nein, ja, ich habe nicht dran gedacht. Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm. Ach, ich hätte zuerst was wiederholen müssen. Ach, ich bin so blöd, ey. Jetzt kann man nichts im Friedhof drin, logischerweise. Fuck. Ah, bin ich dumm. Ich gehe trotzdem davon aus, zu gewinnen, aber ich bin trotzdem dumm. Naja, es macht wenigstens der Regen Sinn. So, ich spiele erstmal nur
Helden aus, die nicht verbrannt werden können, weil ich will eigentlich was Besseres als zwei Viererkarten verbrennen. Okay, zwei Viererkarten verbrennen wäre besser als eine Sechser. Zu spät. Da wird ja wohl noch irgendwas haben, was man hoffentlich auch verbrennen kann. Aber wie gesagt, wir gewinnen trotzdem, so oder so. Jetzt haben wir eine Achterkarte, die wir verbrennen können. Ach scheiße, wir können ja gar nicht verdoppeln, fällt mir gerade ein. Wir verlieren. Wahrscheinlich. Oh, fuck. Ich glaube, wir verlieren. Weil ich nicht dran gedacht habe, dass der Typ ja... dafür ist, ja, wir verlieren. Wir verlieren. Geil. Weil ich nicht dran gedacht habe, dass der Typ ja den Friedhof leeren kann. Das ist... oh, ist das zum Kotzen. Sonst hätte ich natürlich nicht so viel in... oh, ich hab's taktisch einfach richtig dumm gemacht. Oh, jetzt habe ich um 25 gespielt. Naja, egal. Oh, das war taktisch richtig dumm gespielt von mir. Ich hätte einfach alles in die zweite Runde reinpumpen müssen. Ich glaube, dann hätten wir gewonnen. Gutes Wetter, ey, das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Regen, er hatte auf jeden Fall welche, deswegen Regen behalten wir, statt dann legen wir das hier noch ab. Klirrende Kälte ist auch gut, die haben viele Nahkämpfer. Man gibt er die erste Runde nicht direkt ab, interessant, aber egal, wir geben ihm die ganzen Spione. Kann also machen, was er will. Oh, er hat auch einen, aber ich glaube, den hat jeder einfach mittlerweile. So, ja, spielen wir alles aus und dann würde ich sagen, können wir die Runde auch schon abgeben. Macht, glaube ich, auch keinen Sinn, jetzt Verbrennen zu verwenden, oder? Weil wir könnten ja zumindest eine Karte in den Friedhof packen. Eine gute. Ja, eine packe ich in den Friedhof. Wenn er die dann auch wieder weghaut, okay, dann ist es halt so. Ist doch ganz gut, dass er seine ganzen Verstärkungstruppen hier ausspielt. Kann er die nämlich in der nächsten Runde nicht einsetzen. So, jetzt ist er zuerst dran. Wenn er jetzt natürlich direkt seinen Effekt ausspielt, habe ich ein Problem. Mein Gegner passt. Okay, ich habe kein Problem, weil er nicht ganz so schlau ist, wie ich gedacht habe. Gut. So, jetzt lass mich kurz nachdenken. Ich werde den Effekt trotzdem jetzt ausspielen. Einheit, dann können wir nämlich die 6. Einheit nehmen, um zu gewinnen. Fertig. So, jetzt müssen wir einfach gewinnen. Das geht gar nicht anders. Als erstes natürlich wiederbeleben, falls ich darf. Ich darf, okay. Er hat jetzt nicht seine Fähigkeit ein. Interessant. Ach, fuck. Boosten die sich? Nee, die boosten sich nicht. Scheiße, jetzt, wenn ich jetzt verbrennen würde, dann würde ich... ah, Moment. Wir brauchen ja die Finte nicht. Das heißt, ich kann mir den erstmal zurück auf die Hand geben und später ausspielen, damit ich mit Verbrennen wieder freie Bahn habe. Ach, fuck, wenn ich noch Finte gehabt hätte, naja, macht nichts. Jetzt wird, ach, das ist ja gut, dann landet er am Friedhof und ich kann ihn wiederbeleben. Ach, das ist ja perfekt, es sei denn, der Gegner macht jetzt, dass alle aus dem Friedhof verschwinden. Bitte nicht, ach, er macht's nicht, sehr gut, es war ein großer Fehler von ihm, vielen Dank.
Ich glaube zwar, ich würde auch so gewinnen, aber ich gehe auf Nummer sicher, also... Nochmal gehe ich kein Risiko ein. Oh, jetzt werden sogar beide Achter vernichtet. Sehr geil. Was haben wir noch im Friedhof? Sechser. Na, dann belebe ich erstmal wieder, bevor das dann doch einsetzt. Dann haben wir noch eine Wiederbelebungseinheit. Wird er sich wahrscheinlich auch einen Spion holen, oder? Fuck. Das ist blöd, weil ich jetzt die Achter nicht mehr kaputt machen kann. Oh. Ach doch, mit ihm. Haha. Ach, jetzt haut er den Spion kaputt, aber diesmal können wir ihn nicht wiederholen. Wir haben nichts mehr zum Wiederbeleben. Aber wir können den 14er verbrennen erstmal. Oder. Wir spielen erstmal den 6er aus. Oder die 6er, besser gesagt. Geht nur auf 8. Ich meine, wir haben noch klirrende Kälte, ne? Ja, ich spiele erstmal weiter aus, bevor ich verbrennen nutze. Wie gesagt, wir haben noch klirrende Kälte. Das ist alles kein Stress. Zumal wir so ja auch vor einem möglichen Verbrennen des Gegners geschützt sind. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Ja, wir gewinnen auch so. 24. Sorry. Hat er sich bestimmt schon als sicher gewähnt, gefühlt und gehofft, aber das war's. So, jetzt können wir in den Puff gehen. Skellige-Sturm haben wir bekommen, okay. Halt, hier oben ist noch ein Krämer oder irgend sowas. Ach nee, Quatsch, das ist... Oh mein Gott, bin ich blöd, das ist der hier unten, wo wir gerade waren. Wie dumm bin ich denn? Lauf mein Verlumpten nacklich durch die Welt. Baumel mit den Schwänzen gerade wie bestellt. Wollen wir uns nicht ausziehen und das Leben erlauben? Dell wird denn. Nimm dir verdammte Manieren an, Grauler. Die Stange, groß und schade. Die Schutzugin hat ihn bestellt. Wir schmelzen an den Stab. Und noch eine. Und noch eine. Hallo, hübsche Frauen. Letzte Runde, da ist Feierabend. Seien das ja auch Frauen da drin sitzen. Egal, reden wir mit der Bordellfrau. Tritt ein in meinen Salon, guter Herr. Was führt dich nach Toussaint? Sprich. Nennen wir es Geschäfte. Ah, also eine Geschäftsreise. Nichts als Arbeit, Druck, fremde Betten. Da muss man sich auch mal eine Entspannung gönnen. Vielleicht können dir meine Mädchen dabei helfen. Gemütlich hast du es hier. Wie schön, dass es dir auffällt. Als ich genug gespart hatte, um mein eigenes Etablissement zu eröffnen, wollte ich kein Bordell, sondern ein Zuhause haben, wo die Herren nicht nur herkommen, ihre Hosen runterlassen, und schnell fliehen, sobald sich die Mädchen umdrehen. Hier stinken die Laken nicht nach Schweiß. Die Betten haben keine Flöhe und der Wein ist nicht verwässert. Dieser Ort lädt zum Verweilen ein, zum Plaudern, zu einer gemütlichen Pfeife im Sessel. Natürlich alles nach einer angemessenen Bezahlung. Die Stimme passt auch wieder überhaupt nicht, ey. Wir spielen erstmal Quinn. Ich glaube, wir entspannen uns beim nächsten Mal. Ich suche etwas Neues, etwas Spezielles. Aber das muss unter uns bleiben. Du weißt doch, ich sollte nicht. Ach, wen Scherz. Was kann ich tun? Quint, spielst du? Die Stimme war merkwürdig, egal. So, dann wollen wir noch die Puffmauer abziehen. Ja, abziehen nicht, halt fair gewinnen, ne? Und in der nächsten Folge, könnt ihr euch schon mal freuen, in der nächsten Folge wird sich dann entspannt mit so einer französischen Hure oder...
Freudendame oder wie auch immer die genannt werden möchten in Toussaint. So, Moment, was hat die? Die hat die, okay, klirrende Kälte macht Sinn, strömender Regen nicht, die haben eigentlich keine Belagerung. Gutes Wetter, die haben eigentlich auch nie Wettersachen, deswegen kann man es auch direkt ablegen. Zweimal Horn ist eigentlich auch nicht so geil, aber egal. Und keinen einzigen, ah doch, wir haben Spion, ja, ich hatte kurz Angst. Natürlich setzt es hier hin, als wenn er wüsste, dass ich klirrende Kälte habe. Mann, Mann, Mann. Komm, noch ein Spion, bitte. Fuck. Eine Finte wird mir auch nicht so viel bringen, denke ich. So, wir legen mal was in den Friedi rein. Was ist das hier? Elfenscharmützler. Okay, ich würde sagen, wenn wir jetzt noch eine 10er-Einheit ausspielen, dann hätte das einfach mal den krassen Vorteil, dass wir immer noch führen und er hat schon so viel mehr Karten ausgespielt. So, jetzt würde er mit einem Punkt gewinnen, damit kann ich, denke ich, leben. Ja. Die Fähigkeit eigentlich von ihr. Ich suche deinen Nachziehstapel nach klirrender Kälte. Aha, okay, geil. Hätte ich vielleicht doch gutes Wetter gebraucht. Ich denke, klirrende Kälte wäre angebracht. Ich überlege gerade. Verbrennen würde ich mir dann für die nächste Runde aufheben. So, müsste doch langsam mal aufgeben. Oh, Finte. Ich spiele schon mal das Horn aus. Damit ich mir noch ein paar Einheiten für die letzte Runde aufhebe, falls er jetzt abgibt. Na, das dachte ich mir nämlich. Soll aber eigentlich trotzdem reichen. Wir haben nochmal Verbrennen, wir haben eine Finte, wir können also zwei wiederbeleben. Wir haben noch ein Horn, wir haben viele Bogenschützen, die wir in eine Reihe packen können. Wir können uns noch eine gegnerische Einheit holen. Müsste eigentlich reichen. Wir können zwei Einheiten wiederholen und wir werden in beiden Fällen die beiden holen. Ich werde aber erst die hier holen, damit ich halt keine 10 Einheit habe, damit ich Verbrennen rausspielen kann. Okay. Ich glaube, jetzt spiele ich Verbrennen aus. Oder wir können eigentlich erstmal Finte ausspielen. Ja, die kleine Kälte bringt ja leider gar nichts. So, jetzt spielen wir auch Verbrennen aus. Wir könnten uns die Einheit sogar wiederholen, fällt mir gerade ein. Strömender Regen. Ah, krass, dass sie wirklich zwei Wetterkarten hat, aber ist egal, wir haben gewonnen. Na? Ach, ein verdienter Sieg. Das haben wir bekommen. Ach, mal drüben, immer der gleiche Müll. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss.